Guten Morgen. Ich habe einen kleinen Alihaul für euch. Bitte beachtet die Matte unter, also die Schneidematte nicht. Wir sind nämlich heute mal im unteren Bastelzimmer, also im eigentlichen Bastelzimmer, nicht im Arbeitszimmer. Ja, hier mache ich so alles, was schmutzig machen kann, also Resin und Mixed Media Sachen, und weil ich von Ali ein paar Silikonformen bekommen habe und dann noch weiter gießen möchte, habe ich mir gedacht, fange ich jetzt nicht erst oben an. Also, wie schon gesagt, hier sieht es meistens noch chaotischer aus, als es oben ist, und hier darf es aber auch so bleiben. Das ist das Schöne dran. Ich mache mal so einen kurzen Schwenk. Also, hier hinten liegt der ganze Rabombel, und da oben stehen Getränke und Feuchttücher und Kaffee, ganz wichtig um die Uhrzeit. Ja, und jetzt habe ich gedacht, zeige ich euch schnell die Formen, die ich bei Ali bestellt habe. Eine andere Bestellung ist auch noch angekommen. Die ist aber schon letzte Woche gekommen. Die halte ich euch schnell mal mit in die Kamera, und dann habe ich vielleicht noch einen kleinen Action-Haul. Mal schauen, ob ich es abfilme. Ich war gestern mal mit meiner Schwester nochmal dort. Aber jetzt erstmal die Silikonformen, die bei Ali, also von Ali gekommen sind, dass ich dann gleich weitergießen kann. Und zwar, ich habe es schon mal aufgemacht, gell? Und da fällt schon das erste raus, weil ich nämlich schlauerweise alles aufgeschnitten habe. Ne, wisst ihr, bevor das jetzt hier raschelt im Übermaß, ich mach mal kurz Pause und schütte das alles in ein Körbchen oder so, und dann bin ich gleich wieder da. Moment. So, war ganz gut, dass ich das hinter der Kamera gemacht habe oder ohne Kamera. War nämlich noch zweimal inne eingepackt und habe schon was gesehen, was mir nicht gefällt. Also, wir fangen mal an. Ich habe mir mitbestellt so kleine Pipetten, die sind für einen Millimeter, und die sind vorne ganz dünn. Was ich mega super finde, weil ich nehme die beim Harzgießen, um zum Beispiel die kleinen Tapsen von den Pfötchen zu gießen. Oder zum Beispiel bei solchen Sachen hier, ne, bei dieser Mold, diese Vertiefungen nur auszufüllen. Dann das vollflächige gieße ich dann schon ganz normal, aber es ist mit der Pipette immer einfacher, dann in diese Vertiefungen reinzukommen und das Harz da zu haben, wo man es haben will, und nicht überall. Preise übrigens kann ich euch nicht sagen, aber ich setze euch den Händler dann in die Infobox, dann könnt ihr das selber mal gucken. Ich glaube, die ganze Bestellung hat um die 20 Euro gekostet, aber ich kann es euch jetzt nicht mehr sagen. Die waren ziemlich teuer, das sind 100 Stück. Ich glaube, die haben über 3 Euro gekostet, aber ich weiß es nicht mehr, nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest. Also, die durften mit. Dann habe ich, gab es ein Goodie übrigens. Fand ich ganz lieb. Machen wir mal kurz auf. Und zwar, und dann kommt raus. Es ist einmal hier so eine Klammer, die finde ich auch ganz cool. Also, die sind. Okay, Steffi checkt es mal wieder. Aber ich finde sie cool, ne? Also, so geht's, genau. Sind so, ja, gibt es auch, habe ich euch in irgendeinem Haul mal vom Teddy gezeigt. Ist ganz praktisch fürs Papierbasteln, wenn man irgendwas bekleben möchte und nur schnell was zusammenhalten möchte. Und dann ist hier ein kleines Tütchen noch. Da steht Thank you drauf, und das sind so kleine Cabochon-Formen drin. Also so, die kann man auch begießen, so kleine Amulette eben. Ist ganz süß, finde ich ganz süß, dass sie das mitgeschickt haben. Wenn ich öfter sage oder oder noch nicht so wach klinge, es liegt daran, dass es Sonntag 10 nach 7 ist und ich gerade oder vorhin aufgewacht bin und konnte echt nicht mehr pennen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen noch so, noch nicht ganz wach. Dann habe ich mir mitbestellt, machen wir mal gleich weiter. Diese süßen kleinen Sakura-Blüten in Gold, wobei ich mich da ein bisschen ärgere. Die Bestellung überhaupt war jetzt in der Verpackung einfach nur reingepfeffert. Vielleicht finde ich noch irgendwo welche. Das sollten eigentlich 20 Stück sein. Die sind ganz süß. So kleine. Die kann man dann auch nochmal mit Harz befüllen. Ich habe jetzt mal grob drüber gezählt. Ich zähle nur 13. Das heißt, es fehlen 7 Stück. Da muss ich mal gucken, ob ich dem Händler nochmal schreibe oder nicht. Oder ja, ob ich es einfach mit dem anderen aufgehen lasse. Und mal gucken. Wie schon gesagt, Preise kann ich euch nicht sagen, aber da müsst ihr einfach selber mal in die Infobox gucken. Die sind ganz niedlich auf jeden Fall. Wenn es denn dann alle wären, wäre es noch viel besser.
Und zwar habe ich mir die deswegen bestellt, weil ich mir so eine Sakura Mold noch mitbestellt habe. Und dann wollte ich die halt außenrum dran bamseln. Mal gucken. Die, also wie schon gesagt, sind heute nur Silikonformen. Also nur Silikonformen und das, was dann halt letzte Woche noch angekommen ist. Dann habe ich mir zwei Lineale mitbestellt. Also eigentlich habe ich mir eins mitbestellt, aber es kamen zwei. Da braucht man dann nicht mehr motzen wegen den Sakura-Blüten. Das ist so eine Form eben für ein 20 cm Lineal. Finde ich ganz cool. Will ich mal ausprobieren, vielleicht ja, so für Schulanfang oder was weiß ich. Oh, das sieht man gar nicht so richtig. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst, ob ihr das alles seht. Doch, seht ihr, oder? Seht ihr das? Ja, es liegt halt alles im Hintergrund und diese scheiß blaue Matte und. Wartet mal. So besser? Ja, so ist besser, ne? Zähbar. Mit einem Wisch ist alles weg. Ja, auf jeden Fall sind es, es ist ein metrisches System. Das ist für China. Ich weiß gar nicht, haben die metrisches oder haben die Inch System? Ist es ja auch völlig egal. Ich bin, wie schon gesagt, bin noch nicht ganz wach. Einmal bestellt, zweimal bekommen. Muss ich dann mal gucken, ob das. Ach, schaut, die legen nicht richtig auf. Das nervt mich dann jetzt ein bisschen. Oh, die muss man, glaube ich, erstmal beschweren, dass die richtig gerade auflegen. So, weiter jetzt, Steffi. Echt dieses Rumgehampel immer. Finde ich ganz cool. Preise in der Infobox oder halt beim Händler. Dann habe ich mir so einen kleinen Spukbaum mit bestellt, weil ich den eigentlich ganz süß fand. Hier ist auch Dreck drin. Ja, Spukbaum eben. Ne? Kann man nicht viel dazu sagen. So mit lustigem Gesicht. Ganz süß. Dann dürfte er einen Schlüssel mit. Ein bisschen größerer mal als die, die von Doreen Beats und überall anders her sind. Fand ich auch ganz süß. Wie schon gesagt, ich will dann gleich ein bisschen gießen. Und dann gießen wir es gleich voll. Also gieße ich es gleich voll und dann seht ihr das dann im nächsten Video. Jetzt muss ich wieder rascheln. Aber es macht nichts. Ich raschel gern für euch. Mich stört es ja nicht weiter. Ich hätte es ja eh. Ihr habt es ja jetzt auch. Ich packe mal gleich so aus, dass es keinen mehr. Diese Folie kommt gleich weg. Einmal diesen süßen Hasen mit Herz. Das ist ein echt großer Cabochon. Also ich habe ja in der Silikon-Mold, in dem Silikon-Mold-Video schon gesagt, dass ich ein paar Cabochons selber machen will. Und der ist echt groß. Der ist. Moment. Ich sag mal 7 mal 5, sage ich jetzt mal so. Roundabout Zentimeter. Und das ist eben so ein kleiner Hase mit einem Herz. Ganz süß. Probier mich dann aus, gell? Und dann kriegt ihr es dann im Craft-Update gezeigt. Vielleicht mache ich auch mal ein Pop-Out. Habe ich noch nicht gemacht. Das wäre eigentlich doch auch mal was, oder? Könnte ich mal ein Pop-Out machen. Dann habe ich mir eine super große Sonnenblume mitbestellt. Auch ganz süß. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen schneller machen, weil mein Akku nämlich fast leer war vorhin schon und dann kann ich euch nicht alles zeigen, dann bin ich traurig und ich will es nicht erst hoch und ja, hast ja nicht gesehen. So, dann haben wir hier eine Mold mit mehreren Sachen. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht so gut. Aber das hier sind tatsächlich die Little Twin Stars. Hier ist eine kleine Biene, die ist dann passend zu Winnie the Pooh. Hier unten ist ein kleines Äffchen, da kann ich jetzt bloß nicht erkennen, ob das irgendein Spezialäffchen ist oder ob das so wie die Äffchen sind, die wir da das eine Mal in die Molds gedrückt haben. Ein kleiner Gingerbread Mannel, Lebkuchenmann. Und hier oben, ich könnte mir vorstellen, dass es Cinnamon Roll ist. Aber, wie schon gesagt, gießen wir dann aus. Das sieht man jetzt hier in der Kamera nicht so gut, aber ja, Craft Update. Oder Pop-Out, je nachdem. Dann habe ich mir nochmal so einen Satz mitbestellt. Das sollten 5 Stück sein. Die sind, liegen hier offen drin. Das ist ein bisschen schade. Genau, das sind diese 5. Ey, was denn alles für Dreck? Echt chinesischer Dreck kommt mit. Das sind diese 5. Kennt jeder. Das sind aber die, die schon ein Loch oben haben. Können sie dann hier Ösen drehen, sparen. Finde ich ganz cool. Habe ich, glaube ich, 1000, aber meine, also die Nudeln halten mit der Zeit einfach aus. Die werden stumpf und die werden länger, breiter, höher. Und deshalb habe ich mir einen Satz nochmal mitbestellt. Was haben wir denn dann hier? Hier haben wir, ich glaube, eine einzelne Form von irgendeinem Little Twin Star. Ich krieg's nicht auf.
Wenn ich es euch so zeige, seht ihr das eigentlich? Ja, das geht doch. Ach Mann, hey, das geht ja hervorragend. Also hier ist noch ein kleiner Kiki, glaube ich, ist der Junge, ne? Werde ich dann auch mit vollfüllen. Und dazu habe ich doch aber auch. Die kleine Lala. Ich denke, das Medik. Also wäre ja blöd, wenn andersrum, aber wer weiß das schon. Was habe ich dann noch? Dann, das hier ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Cinnamon Roll. Probieren wir mal aus, ob man den dann vielleicht auch dreidimensional gießen kann. Dann hier ein Amulett mit Baum mal wieder. Ich weiß gar nicht, warum ich Bäume so. Ach, da wollte ich was ausprobieren. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Genau, einmal den. Dann habe ich mir ein Lesezeichen mitbestellt. Finde ich ganz cool. Will ich auch mal ausprobieren. Vor allem mag ich so große Formen, auch wie bei den Linealen. Da kann man sich ja austoben. Da kann dann der Name rein oder ne, was auch immer man da reinmachen möchte. Finde ich ganz cool. Und hier ist nochmal ein kleiner Bonbon. So ein Bonbonkissen. Seht ihr das? Ja, ne? Da steht Sweet innen drin. Halt auch zur Cabochon-Herstellung. Und dann haben wir noch diese Lotusblüte. Die ist dreidimensional. Das fand ich ganz cool. Möchte ich auch mal ausprobieren, wie das dann aussieht. Ja, und das war es dann schon. Ich habe mir dann nur noch solche, die habe ich bei der Fimo-Tinker, also bei der Swan hier gesehen. Und ich wollte die mal ausprobieren. Das sind so acht verschiedene so Einleger. Sieht man das besser, wenn ich die jetzt da drauf lege? Ich zeige euch die jetzt nicht alle acht. Die müsst ihr dann halt auch. Ich sehe da dann halt auch, wenn er Craft-Update schaut. Ich finde es ganz cool. Ich möchte es mal ausprobieren, ob das auch mit normalen Resin geht oder ob das nur mit diesem UV-Resin geht. Und da kann ich euch zum Beispiel sagen, dass die einen Euro gekostet haben, alle acht miteinander. Das sind auch Weihnachtsmotive und kleine. Was ist denn das? So. Oh, kleine Einhörner. Sieht er jetzt nicht, ne? Macht aber nichts. Ja, ich habe keine Ahnung, was dafür. Ich glaube, das ist random gewesen. Ja, die durften noch mit. Gut, das war der eine Händler. Also, wie schon gesagt, ich packe ihn euch in die Infobox, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Und dann habe ich nur noch was ganz, ganz Kleines. Das ist letzte Woche schon angekommen. Und zwar habe ich das hier bestellt. Ich lege es mal wieder weg. Ja, das ist das Erste. Also, zum einen habe ich hier drei so ultra süße Totoro-Täschchen. Das sind halt so kleine Taschen, wo man was reinstecken kann, die man dann hier irgendwo dran bamseln kann. Das ist von der Verarbeitung jetzt nicht das Allerbeste, aber das kann man ja ein bisschen abschleifen. Da habe ich drei Stück. Und die ganze Bestellung hat miteinander, kann ich euch auch wieder keine Preise, aber ich stecke euch den Händler auch in die Infobox. Die ganze Bestellung hat um die 7 Euro gekostet. Das weiß ich auch noch. Also einmal diese Totoros. Dann habe ich dieses Täschchen auch von den Little Twin Stars. Warte mal, das machen wir mal auf. Das ist so ein Gummitäschchen, das geht auf Reisen. Ja, aber ich kann es jetzt mit zeigen, weil ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn es jemand schon mal gesehen hat, der weiß ja nicht, dass es er kriegt. Also, oder sie. Ja, finde ich ganz süß. Dann eben diese Häschen. Hier habe ich zweimal. Da geht auch eins von auf Reisen und eins behalte ich mir selber, weil ich die sehr, sehr süß finde. Man muss das ein bisschen nachbearbeiten, aber die Preise, wenn er dann sieht, sind unschlagbar und von dem her ist das schon okay mit so einer süßen Erdbeere. Erdbeere. Dann habe ich diesen kleinen Kerl. Also es sind alles nur so Täschchen übrigens. Das ist ein kleiner Fuchs. Auch mit so Klupsi. Ja, und innen halt so Schaumstoff noch drin. Der kleine Fuchs dürfte mit. Dieses kleine süße Küken. Fand ich auch sehr süß. Und dann habe ich noch dreimal diesen Hasen in Weiß. Eins, zwei. Oder die Tomate noch. Die Erdbeere ein bisschen abgefärbt. Ja, drei. Sind ganz weich. Ja. Na gut, ihr Lieben, das war's schon. Ali, Action hätte ich noch. Müssen wir mal gucken, ob der Akku noch durchhält, ob ich das gleich noch mitmache. Oder ob ich das dann trotzdem oben mache. Eigentlich würde ich es gleich gerne mitmachen, dann habe ich es weg. Ja, schauen wir mal. Also, erstmal Ali und dann sehen wir uns vielleicht gleich nochmal wieder. Bis denn, ciao!